Gibt es wirklich gute und preiswerte Bluetooth-Lautsprecher? Ich würde sagen ja. Denn der Soundcore Boom 2 wiegt nur 1,66 Kilo. Sein Vorgänger brachte noch 2 Kilo auf die Waage und macht einen wirklich guten Job. Ich habe ja bereits schon seinen Vorgänger getestet und mir jetzt den Boom 2 gekauft. Und ich muss sagen, nach der ersten Inbetriebnahme war ich wirklich platt. Denn der ist ja noch mal kleiner als sein Vorgänger und der Sound hat mich wirklich überzeugt. Aber jetzt schauen wir uns den Motion Boom 2 erst einmal etwas genauer an. Der Boom 2 lässt sich durch langes Drücken dieser Taste einschalten. Die Bluetooth-Kopplung kannst du durch langes Drücken dieser Taste aktivieren. In der Mitte befinden sich die Leiser-, die Play- und Pause-Taste und auch die Lauter-Taste. Dann gibt es noch eine Taste für den Party-Modus, mit dem sich mehrere Geräte miteinander verbinden lassen. Die letzte Taste ist die Bass-Up-Taste und die halte ich für wirklich wichtig, denn die sorgt für richtig fetten Sound. In den Beschreibungen für solche Geräte wird ja immer alles sehr blumig beschrieben. Aber trotz, dass das Ding hier so klein ist, hat mich tatsächlich auch der Bass überzeugt. Die Leistung ist für den normalen Gebrauch völlig ausreichend und Höhen und Mitten sind im Verhältnis zum Bass gut aufeinander abgestimmt. Der Motion Boom 2 ist mit IPX7 sehr gut gegen Wassereinwirkung geschützt. Ein starker Regenschauer sollte ihm also nichts ausmachen. Mein Fazit ist, der Soundcore Motion Boom 2 ist ein wirklich guter Bluetooth-Lautsprecher, an dem man sehr viel Freude haben kann. Das war's auch schon. Vielen Dank, dass du dabei warst. Und wenn du kein Video mehr verpassen möchtest, dann hinterlasse doch ganz einfach ein Abo und schalte die Glocke ein.